Hallihallo, Hallöchen, hier bei Hildegards Gastzock auf Nekrums Channel und wir sind bei einem Angezockt von Undying. Undying von den Venomals ist heute erschienen und ich habe gedacht, da geht's um Zombies und um eine Mutter und ihr Kind. Und die Mutter wurde gebissen und will jetzt trotzdem ihr Kind vor den Zombies beschützen und das klingt doch mal ganz interessant. Und da habe ich mir gedacht, da zocke ich doch mal rein mit euch. Ja, sprachlich gibt es nur Englisch und keine Ahnung, wir nehmen Englisch. Und starten einfach mal. Okay, Schwierigkeitsgrad Survival, das ist normal. Challenge schwer. Story ist einfach. Dann nehmen wir doch mal normal. It's been 4 months since the outbreak first hit. But it feels like a lifetime. Okay, also vor 4 Monaten ist der ganze Mist ausgebrochen und es fühlt sich für sie aber an wie ganzes Leben, zeitlich gesehen. In order to keep as many people safe as possible, the military have turned subway stations into refugee camps. Okay, also die U-Bahn-Stationen sind jetzt Camps für Flüchtlinge oder Flüchtende. They plan to extract each camp until they have extracted every living person in the infected area. Okay, und sie möchten halt alle, die noch leben, in dem infizierten Bereich in dieses Camp holen. Today, our group is being extracted. Und heute sind wir drin. Mom, where are we going? Somewhere safe, Cody. Will Dad be there? I hope so. Okay, wir heißen Anling, Anling, Anling. Please work! Please work! Yes! At that moment, all I could think of was, I have to get home. Okay, wir wollen unbedingt nach Hause. Ja, also kurz und schmerzlos, es stand ja da, sie wollen es noch umsetzen. Dass man auch mehr bewegte Bilder sieht. Und wir hatten wohl gerade einen kleinen Autounfall und verschanzen uns jetzt, okay. There, that should do it for now. When we find time, we need to fix the others. Okay. Passt erstmal so scheinbar. Mom, I'm scared, those monsters. Okay, kleiner Junge ist, hat ein bisschen Angst, klar. Oh, baby, we are safe now and Mama is here to look after you, okay? Okay, sie beruhigt ihn. Are you okay? Mom, your arm. It's nothing, just a scratch, that's all. Why don't we take our mind off things? Let's see what we can find around the house, okay? Okay. Good boy, let's go. Ja, also sie möchte das wohl nicht thematisieren und wir dürfen jetzt erstmal, ach, wir sind tatsächlich schon zu Hause, wir dürfen jetzt erstmal das Haus erkunden. Look around and see what supplies you can gather at home. Okay, und oben haben wir eine Map, das ist doch mal ganz nett. Check Cody. Nee, Fernsehen schauen wir jetzt nicht. Ein Scrap Pile. Okay, schauen wir mal in die Tüte rein. Okay, Crackers und Wasser. Ja, nehmen wir mit. Can you teach me this, Mom? Wenn ich wüsste, wie.
Kann ich da... Da ist doch noch so eine Kiste, ne? Die Tür mache ich lieber nicht auf. Okay, in den Kühlschrank könnten wir was reintun. Oh nee, wir haben keine Medizin mehr. Schade. We're going to have to fix a kitchen. If we don't, we starve, glaube ich, stand da. Also wir müssen die Küche jetzt wohl irgendwie in Schuss kriegen, ansonsten verhungern wir wohl. Okay. Wir brauchen hier Abfall oder so Reste. Was ist denn Scraps eigentlich? Zeugs halt und Holz. Um das hier zu reparieren. Ah, damit wir kochen können. Okay, cool. Die Grafik gefällt mir gut. Zweimal Wasser. Das kann man immer gebrauchen. Und hier der Wasserhahn. Okay, wir brauchen ein Stück Stoff. Kohle und eine Metallplatte. Keiner muss aufs Klo. Finde ich gut. Ah ja, okay. Hier haben wir schon mal Scraps. Okay, und hier könnten wir die Werkbank reparieren. Und hier haben wir eine kleine Lagertruhe. Okay, noch mehr Scraps. Teach me this, okay. Mom, it's Dad's car. Oh, what happened to it? Looks like Luther's banged it up, Jacob. Would have a heart attack seeing it like this. I wonder if it still runs. Let's try it again. Any luck, Mom? No, no luck. I wonder if you can fix it. Okay, also sie haben festgestellt, das Auto funktioniert nicht mehr und scheinbar haben Leute, die halt das... ausräumen wollten, gelootet. Gelootet, ja. Und wir wollen das vielleicht reparieren. Jetzt gehen wir mal ins erste Obergeschoss. A small Buddha shrine Jacob bought for me. I guess he bought it to make me feel more comfortable in America. Truth be told, I don't think I've seen one of these in a house back in China. Okay, also ein kleiner Buddha shrine hat ihr Sohn ihr geschenkt und sie sind wohl in Amerika. The shrine carries the memories of the family. You can use it to manually save your progress. Ah, okay, also hier können wir speichern. Cody open. Er sagt doch immer, can you teach me this? Jetzt drücken wir mal E. Ah ja, okay, wir können ihm also Sachen beibringen. Das finde ich ganz witzig. Holz. Und hier kann man scheinbar, okay, Medbench, hier kann man Medikamente herstellen. Also das scheint unsere Basis zu bleiben. Ein Brief. And Ling, today is our wedding day. We're sorry we can't be here. It's there, it's too far and we can travel with our health issues. We wish you happiness and good wealth. Don't worry about us. Baba, Mama. Okay. Aus 1982. An old letter from my parents. Ja, also ein Brief von ihren Eltern, der schon recht alt ist. Can you teach me this? Ja, komm. Mach du mal. Okay, eine Dose Fleisch und noch mehr Scraps. Nehmen wir alles mit. Wir haben ja scheinbar einen großen Rucksack. 18 Plätze ist okay, oder? Also für den Necro würde das niemals reichen. Der hätte jetzt wahrscheinlich schon alles voll. Open. Okay, scheinbar gibt es hier nichts mehr. Wenn uns das Spiel das sagt, dann will ich das mal glauben. Ich hätte gern noch was gefunden, womit ich mich verteidigen kann.
That looks like everything. Is there anywhere we haven't checked yet? Also gibt's irgendwo eine Ecke, wo wir noch nicht geschaut haben? I tried to get in the backyard, but the door is locked. Also, okay, im Garten hinten, da ist die Tür wohl verschlossen. I guess we lost the keys. Ich glaube, wir haben die Schlüssel verloren. I think it may have calmed down out the front. Why don't we check out the neighborhood and see if we can find something to open the back door? Okay. Gut, also sie wollen sich jetzt in der Nachbarschaft umsehen, um irgendwas zu finden, womit sie die Hintertür öffnen können. Ist das jetzt die... Ja, locked back door, okay. Das wird wohl die Hintertür sein. Ich schaue jetzt mal gerade, was hier alles auf unserem Bildschirm ist. Also links unten, okay, Wasser, Essen, Leben. Rechts oben die Map, dann haben wir oben Tag und Nacht. Die geht ganz schön schnell rum, die Zeit. Ich beeil mich mal lieber. Oh ja. Da gibt es einiges zu erkunden. So. Das können wir nicht reparieren. Aber zum Wassersammeln wäre natürlich schon mal interessant. Da liegen Leichen, teilweise halbiert, nicht schön. Können wir da jetzt echt schon so frei rumlaufen? Sind da nicht überall Zombies? Brecheisen bräuchte man dazu. Vielleicht finden wir noch eins. Oh, ich habe irgendwie... Ich habe so ein bisschen ein schlechtes Gefühl hier. Keine Quests. Können wir... Ach, wir können hier noch nicht lang. Doch, können wir, oder? Nee. Okay, so schleichen wir. Können wir auch rennen? Bringt uns das Spiel hoffentlich rechtzeitig bei. Wasser kann man nie genug haben in der Zombie-Kalypse. Da, Cody, mach mal auf. Du darfst im Dreck rumwühlen, danke. Wir sacken alles ein. Zum Glück sind die ganz tot. Ja, die sind ganz tot. Es scheint sehr startfreundlich zu sein. Denn man findet ja doch einiges. Ah ja, schön. Ein Lockpick. Was holding a lockpick, yeah? What does that do? We can use it to unlock doors with a key, without a key. We could use it to get into the backyard. Why don't we go home and try it out? Okay. Ja, also kindgerecht ist das hier wirklich nicht. Die da gerade echt? Oder rufen wir? Erstmal hier alles ausräumen. Cody, Grab im Dreck kommt für mich. Danke. The back says Mary's 12th birthday. 12. Geburtstag. Oh, das ist aber schade.
Nee, das ist mir jetzt... Ich klopfe da noch nicht. Nee. Okay, Alan from the apartment next door heard a noise in the hallway. At first he thought someone was moving furniture, but then the noises became more and more severe and were not stopping. It sounded like someone was frantically smashing stuff, flower pots, just everything. And then there was a sound, like the roar, like a wild animal. I was so scared. The police initially suspected that the deceased had entered a highly aggressive state under the influence of a drug, and further information from the medical examiner was needed. Okay. Also das war wohl der erste Moment, wo sie auf die Zombies gestoßen sind und haben gedacht, die Leute stehen unter Drogen. Naja. Klingt nicht unrealistisch. Und jetzt gehen wir mal zurück und knacken unsere Backdoor in den Backyard. Ich überlege die ganze Zeit, was heißt denn nochmal eigentlich Lockpick auf Deutsch? So einen kriminellen Wortschatz habe ich gar nicht. Lockpick, halt zum Schlösserknacken. Ich schlag's nach bis zum nächsten Mal. Okay, das darf Cody machen? Kann er nicht. Ist mir schon klar, dass du Schlösser knacken lernen willst. Lolo. Cody, open. I can't. Ah ja, cool, eine Bandage. Ein Verband. I don't feel very good. Okay, wahrscheinlich hat sie... Sagt er das? Nee, mir geht's so. Wie können wir denn trinken? Select. Und wir benutzen das mal. When Anling's fatigue rises, then she enters a weak state. She then enters a weak state, sorry. If she remains in the state for too long, she will turn. To remain in control, she must go home and rest. Ah, she will turn heißt wahrscheinlich, wir werden zum Zombie, weil wir wurden ja gebissen, ne? What's happening to me? I feel this feeling. I like something. It's like something is taking over me. I'm so tired. I can't hold it back. I need to rest. I can't let this take over me. Okay. Also wir müssen uns wohl dringend hinlegen. Das ist natürlich so ein bisschen dann ein Showstopper, mit dem wir wahrscheinlich kalkulieren müssen. Oben war das Bett, oder? Bis um 8. Ach, das ist eine nette Uhrzeit. It was a quiet night. No zombies inside. Gut. So, Cody braucht ein bisschen was zu essen. Ah, ich dachte, ich kriege jetzt seine Stats richtig angezeigt. Okay. Dann gehen wir ins Inventar. Und dann kriegt er erstmal eine Wässersche. Cody use. Und jetzt hat er natürlich auch noch Hunger, der Bub. Und da kriegt er ein bisschen Dosenfleisch. Lecker und ausgewogen. Fein. Gut, jetzt ist er wieder fit. Ja, ich spicke gerade so auf die Zeit. Wir speichern mal. Weil wer weiß, was uns im Garten erwartet. Aber da schauen wir mal noch kurz hin, nachdem wir uns jetzt die Lockpicks geholt haben. Denn ich bin sehr gespannt, was uns dort erwartet. Vielleicht schon der erste Tod? Wer weiß? Oh, da ist einer. Oh my God, a zombie! Cody, stay back! Mom, I'm scared. Don't be afraid. Luckily, it's stuck in a trap. Just stay back. Mama will deal with it. Mama will deal with it. Okay, Mama kümmert sich drum. Ja. Okay, er ist total
Cody, nimm den Baseballschläger. Okay, er hat Schiss. A weapon now. To deal with a zombie. Be careful, Mom. Mama's got this. Mama macht das schon. Keine Angst, Cody. Check back. Yep. Her damit. Okay. Okay. Sollte da jetzt nicht drinstehen, mit welchen Buchstaben? Oder soll das jetzt ein Mausklick sein? Hold to aim, release to attack. Ah, der arme kleine Bub. Ja. Das war übrigens Papa. Nein. Cody, fass mal in die Falle rein. Nee, mach mal selber. Ist okay. Ah, wir haben die ganze Falle aufgesammelt. Okay. Ach, das könnte doch Cody nehmen hier, die Zwille. Und unser Rucksack ist voll. Okay, ein Generator, das ist cool. Da können wir die Küche in Gang bringen. Okay, und die Tür ist scheinbar irgendwie blockiert. Kann ich die einschlagen? Nee. Gut, dann würde ich doch sagen, der volle Rucksack ist ein Zeichen. Ah, da geht es darum, wie man mit der Zwille schießt. Und extra zum Üben für den Cody hat der Vater, der Jacob, dieses Ziel da gebaut. Und sie denkt jetzt, naja, wäre ganz cool, wenn der Cody sich selber verteidigen könnte. Und soll mit der Zwille auf das Ding schießen. Call Cody Attack. Okay, cool. I need a weapon. Ja, nimm doch die. Ah, du sollst es ja auch nicht mal in den Rucksack tun, sondern... Okay, Leute. Ich sag ja, Backpack is full ist unser Zeichen. Wir gehen jetzt rein und lagern ein paar Sachen in der Kiste, beziehungsweise vielleicht repariere ich schon mal was. Und das Ganze machen wir bei der nächsten Folge. Also ich freue mich drauf, wenn ihr wieder reinschaltet. Das Spiel ist ja bisher sehr stimmungsvoll und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und der nächste Zombie hängt wahrscheinlich nicht so super in der Bärenfalle fest. Lieben Dank und bis bald. Ciao, ciao.